Also heute muss ich dir echt mal sagen, bist du hier auf die Bühne wie so ein Profi?
echt dickes Kompliment. Und es war so ein hervorragendes Stück. Und ich weiß, was ich sage. Ich habe selbst mein Klavierunterricht genossen. Also so weit war ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Und weißt du was? Dein Lehrer, das ist nämlich auch sehr interessant. Tristan ist ja im Unterricht an der Musikschule in Aschaffenburg bei Wolfgang Schöttner, ja, den Sie hier bei uns am Piano sonst sehen. Ich glaube, der ist auch ganz schön stolz auf dich. Also unglaublich. Das geht schon runter wie Öl, ne? Das fühlt sich schon toll an, wenn man so einen Applaus bekommt. Ja, das ist echt ein tolles Gefühl, wenn es den Leuten gefällt hier. Oh, das gefällt denen sehr wohl. Da kann man ein bisschen süchtig werden, glaube ich. Hast du schon gemerkt von dem Applaus und so? Nee. Du bist noch sehr bescheiden, ne? Du bist noch bescheiden. Ich finde es ganz, ganz toll und vor allen Dingen finde ich so schön, dass du sagst, ja, mir ist da was Schlimmes im Leben passiert, aber man muss eben auch mit der nötigen positiven Einstellung rangehen. Und vor allen Dingen hast du ja, das darf man auch mal sagen, auf der Station Regenbogen, als du in Behandlung warst, auch mal schön die anderen Kinder unterhalten. Hast du auch Musik gemacht, ne? Ja, ich habe da auch mal gespielt, also jetzt nicht so oft. Ich hatte ja auch nur das Keyboard dabei. Ja. Das scheint dir aber auch ganz gut getan zu haben, gefallen zu haben. Ja. Vielen herzlichen Dank. Du wolltest noch was sagen? Ja, und ich habe mir halt auch von Anfang an gesagt, dass ich das, ja, ich werde doch wieder gesund, habe ich auch gesagt. Und ja, ich schaffe das doch und ja. Dann wird das auch so, Tristan. Ich glaube, die Einstellung spielt da eine unglaublich große Rolle. Und du hast auch einen Weg gefunden. Professor Schlegel hatte so schön gesagt, ja, die Musik ist deine Leidenschaft. Und wenn man so eine Leidenschaft hat, dann soll man die auch ausleben. Und das machst du großartig. Und Dankeschön dafür, dass du heute hier bei uns bist und uns dein Können unter Beweis gestellt hast. Tristan, Dankeschön!